Herzlich willkommen, liebe Gäste, in unserem wunderschönen Schlosshotel Münchhausen. Wir befinden uns hier auf Schloss Schwöbber. Schloss Schwöbber wurde 1570 von Hilmar von Münchhausen, einer ganz berühmten Familie, gebaut, ist also schon über 450 Jahre alt. Dadurch, dass Hilmar von Münchhausen damals der reichste Mann seiner Zeit war im deutschsprachigen Reich, konnte er auch sehr opulent bauen. Und dieses opulente Haus ist seit 2004 ein 5-Sterne-Superieur-Hotel und das möchte ich Ihnen jetzt gerne zeigen. Hier befinden wir uns in unserem 1570 Petit Gourmet, sozusagen ein Gourmet-Restaurant zum Reinschmecken. Alle Speisen hier, die hier serviert werden, kommen aus der Gourmet-Küche, werden auch von den Köchen des Gourmet-Restaurants, was einen Michelin-Stern hat, gekocht, zubereitet und auch präsentiert. Aber sie sind ein wenig einfacher gehalten, sozusagen ein Gourmet zum Reinschmecken. Hier befinden wir uns in unserem Spa-Bereich, der auf 800 Quadratmetern eine Wellness-Oase ist. Ganz speziell hier sind wir in der Salina Lounge, wo Sie die Luft des Meeres atmen können, obwohl Sie sich im Bergland befinden. In unserem 18-Meter-Becken mit Gegenstromanlage kann man, wenn man möchte, natürlich so manchen Kilometer schwimmen, aber es sich auch einfach nur im Whirlpool-Bereich gut gehen lassen. Zur weiteren Entspannung finden Sie finnische Saunen, verschiedene Dampfbäder, ein polares Eisbrunnen und unsere Salina Lounge, wo wir gerade schon gewesen sind. Hier befinden wir uns in einem unserer 68 Zimmer und Suiten, einen unserer Turmsuiten. Jedes unserer Zimmer im Schloss ist ganz individuell eingerichtet. Sie werden keins finden, das dem anderen gleicht. Stoffe, Lampen, alles wurde ganz individuell für jedes Zimmer ausgesucht. Hier sind wir vor unserer Kapelle, die 1840 gebaut wurde. Um dort hineinzukommen, braucht man so einen großen Schlüssel. In unserer hauseigenen Kapelle finden, wie schon erwähnt, Hochzeiten statt. Aber man kann sie natürlich auch für Konzerte nutzen, was wir sehr gerne tun. Und zu Weihnachten findet hier immer eine sehr beliebte Weihnachtsandacht für unsere Hotelgäste statt. Ananas. Denn die Ananas ist unser Logo und das hat seinen sehr, sehr guten Grund. Bevor 1740 hier der früheste englische Landschaftsgarten auf dem Kontinent angelegt wurde, befand sich hier die größte exotische Pflanzensammlung Europas mit zwei großen Orangerien. Eine für Zitrusfrüchte, Orangen, Zitronen, eine für alle anderen Exoten wie Dattelpalmen, Kaffeebäume, Feigen, aber als eben auch für die Zucht von Ananas. Und das war so ein Novum in Europa zu der Zeit noch, dass 1716 Zar Peter der Große zu uns gekommen ist, um sich anzuschauen, wie man Ananas züchtet, wie sie überhaupt im Original aussehen und wie sie schmecken. Das war ja unser Rundgang durch das Schlosshotel Münchhausen und durch das Schloss Schwöbber und seinen Park. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann hoffe ich, dass Sie noch mehr erfahren wollen. Und das am besten bei einem Besuch bei uns. Sie sind herzlich willkommen und wir freuen uns auf Sie. Wenn Sie noch weitere Informationen haben möchten, finden Sie natürlich auch alles auf unserer Internetseite www.schlosshotel-münchhausen.com.